Jeder kennt das, das Radio, sei es zu Hause, im Büro oder auf der Arbeit. Aber wie funktioniert denn ein Radio? Und welche Hintergründe spielen sich da ab im Studio? Das zeigt heute Dascher. Dankeschön. Genau, wie Radios funktionieren, das erkläre ich euch heute tatsächlich nicht. Das würde ich in einer halben Stunde, glaube ich, auch gar nicht schaffen. Ich möchte euch erklären, wie eigentlich das Programm in das Radio kommt oder vor allem, wie das Programm entsteht. Denn Radio hören ja sicherlich alle irgendwie im Laufe der Woche mal, ob nun gewollt oder ungewollt. Aber wie entsteht das Ganze eigentlich? In diesem Sinne erstmal schön, dass ihr alle hierher gefunden habt. Schön, dass ihr euch dafür interessiert. Ich bin Dascha, Pronomen sie, ihr oder der, deren. Und das Thema habe ich euch gerade schon vorgestellt. Vielleicht noch ganz kurz, wie es zu dem Talk kam. Eigentlich hätte ich bei der GPN schon was in der Richtung machen wollen. Hatte so spontan die Idee im Vorfeld, ich könnte einen Talk halten. Ich weiß nicht so recht, wozu. Und dann ergab es sich bei der GPN, das wäre eigentlich ein gutes Thema. Interessiert das Leute? Dann hatte ich aus meinem Umfeld auch Feedback bekommen, ja, es interessiert Leute. Hatte dann überlegt, einen Lightning-Talk zu machen. Zudem kam es dann nicht mehr. Stattdessen mache ich jetzt hier einen Talk und das auch nicht ganz so knapp, weil ich ein bisschen mehr Zeit zur Vorbereitung hatte und vor allem auch Bildmaterial zu sammeln, was ich sonst in der Form nicht gehabt hätte. Wenn ich nicht zu viel quatsche, können wir am Ende des Talks gerne auch noch ein Q&A machen. Ansonsten, falls ihr dringende Zwischenfragen habt, auch, aber ansonsten bringt mich das vielleicht ein bisschen sehr raus. Also Q&A gerne einfach hinterher und wenn es hier nicht mehr reinpasst, sehen wir uns bestimmt auch noch ja, beim Opening, beim Anschließenden oder irgendwie draußen auf der Wiese bei einer Mate. Anfangen möchte ich mit der Frage, wer von euch hört denn halt überhaupt noch Radio? Oder zum Beispiel zu Hause, im Auto? Kein Formattreiber, keine Sorge, um das geht's auch nicht. Wer von euch hört denn klassisch per UKW? Wahrscheinlich die meisten. Oder ganz modern jetzt per DAB? Doch, einige, hätte ich nicht gedacht. Es gewinnt an Akzeptanz. Oder vielleicht auch Internetradio, das hört ja auch, ja. Da gehen die meisten hoch. Ja, okay, das dürfte mich auf dieser Veranstaltung eigentlich nicht wundern. Ich finde es ja immer schön, wenn irgendwie noch eine Funkstrecke drin ist. Das fühlt sich für mich so wie richtiges Radio an, aber valide ist es natürlich alles. So für den Stream, hier wurde gerade eingeworfen, dass Internetradio im Auto schwierig sei, zumindest in Deutschland, ja, was die Netzabdeckung angeht. Das ist wohl wahr. So, worum geht es denn überhaupt? Jetzt kommt der kleine, ich habe es genannt, nicht kommerzielle Werbeblock, denn es geht um ein nicht kommerzielles Radio. Also sei mir mal kurz auch eine Namensnennung erlaubt. Es geht um Radio Korax. Radio Korax ist ein freies Radio aus Halle an der Saale. Das ist so bei Leipzig, könnte man kennen, gerade so im Chaos-Umfeld. Und halt freies Radio bzw. nicht kommerzielles Lokalradio. Lokalradio wird dem Ganzen eigentlich nicht so ganz gerecht, weil es gibt auch überregionale Berichterstattung. Da komme ich gleich noch ein bisschen zu. Das Ganze wird ausgestrahlt über einen 1-Kilowatt-Sender auf dem Petersberg nördlich von Halle. Das ist so ein Preisradio tatsächlich schon ganz ordentlich. Viele haben deutlich kleinere Sender, irgendwie von, ich glaube, das freie Senderkombinat in Hamburg hat irgendwie 50 Watt nur. Das finde ich doch ein bisschen traurig, dass da die Behörden nicht mehr zulassen. Also das ist schon, ja, man kann eigentlich schon ganz zufrieden sein damit. Die technische Reichweite auf UKW sind etwa 600.000 Haushalte. Dazu gibt es natürlich auch einen Livestream, also man kann Radio Korax auch als Internetradio hören, weltweit logischerweise. DAB, wonach ich eben gefragt habe, ja, das wird schon noch kommen, denke ich mal. Bisher nicht. Bisher gibt es halt nur analoges UKW. Und Stream habe ich ja schon gesagt, den gibt es. Außerdem gibt es auch Beiträge auf Freie Radios.net. Das ist ein Austauschportal, wo halt freie Radios untereinander Beiträge austauschen, sodass halt das ein Sender was von dem anderen übernehmen kann, das Redaktion zusammenarbeiten, weil da steckt natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Manpower hinter. Hat also nicht jeder die Möglichkeit, sich da irgendwie 30 RedakteurInnen oder so hinzusetzen.
Deswegen gibt es diese Möglichkeit. Und auch freie Radiosnet können aber auch so Leute eigentlich die meisten Sachen einfach anhören. Also es gibt einen geschützten Bereich, aber die meisten Beiträge sind einfach frei verfügbar. Es ist ein 24-7-Programm. Auch das ist für ein freies Radio nicht selbstverständlich. Es gibt viele, die sich mit kommerziellen Radiosfrequenzen teilen müssen, wo dann halt nur stundenweise irgendwie sowas erfolgt. Und ein Teil davon ist live. Werktags in der Regel 5 Stunden oder mehr aus 3 verschiedene Studios. Eins davon sehen wir uns gleich an. Und das sogenannte Morgenmagazin jeden Tag, das wird also auch von anderen freien Radios live übernommen. Das ist also gefühlt in halb Ostdeutschland dann zu hören, was da produziert wird. Das Ganze ist natürlich nur möglich durch BFDlerInnen, PraktikantInnen und Ehrenamtliche. Wir haben zwar circa 10 Festangestellte, aber viele Sendungen, auch so Sachen, die nur einmal im Monat laufen, das sind halt einfach ehrenamtliche Sendungsmachende. Das wäre in der Vielfalt in dieser Version überhaupt sonst nicht machbar. Das kann Kommerzradio schlichtweg nicht. Und jetzt die Frage, was habe ich jetzt mit dem zu tun? Und dann ist der nicht kommerzielle Werbeblock auch zu Ende. Ja, ich bin eine dieser Personen. Ich bin da im Bundesfreiwilligendienst und darüber hinaus tatsächlich auch ehrenamtlich tätig. Werbeblock Ende. Geschafft. also nur darum, damit einmal so geklärt ist, worum geht es überhaupt, worüber reden wir hier? So, nun natürlich die große Frage. Ich habe gerade gesagt, wir haben 3 Studios, die können alle für Live-Betrieb genutzt werden oder halt auch für Vorproduktion, weil es ist natürlich nicht 24/7 alles live. Wie sieht denn so ein Studio nun aus? Eins dieser Studios begeben wir uns nun. Das ist Studio 1 von Radio Korax. Herzlich willkommen. Vorab ein kleiner Disclaimer beim Kommerzradio, wie ich es so gerne nenne. Ist alles sicherlich noch mal eine Stufe moderner, dadurch aber, wie ich finde, vielleicht auch langweiliger und natürlich nicht zwangsläufig besser. Freies Radio, weil halt das Budget relativ begrenzt ist, weil zum Beispiel jetzt sowas wie Werbeeinnahmen gibt es ja schlichtweg nicht, weil es gibt keine Werbung, nutzt gern auch anderswo ausgemusterte Hardware. Die Sache ist, 20 Jahre altes Broadcast-Equipment ist A, immer noch teuer und B, immer noch sehr gut. Das reicht halt, es reicht mehr als aus für das, was wir damit machen. Sehr guter Einwand aus dem Publikum, es gibt da kein HD, genau das habe ich hier, glaube ich, sogar mehr oder weniger so in meinen Speaker-Notes stehen. Digitale Audio-Standards sind relativ gleichbleibend, also es gibt da nicht irgendwie ständige Updates, die man braucht. HD ist ja jetzt auch schon wieder outdated, beim Fernsehen muss man jetzt wahrscheinlich schon an 4K-Produktion denken. Wir machen halt Stereo-Audio, produzieren intern mit 44 kHz, andere nehmen 48 kHz. Spielt für UKW oder auch für DAB keine Rolle. Das reicht locker aus für diese Verbreitungswege. Da brauchen wir also nicht erstmal irgendwelche Upgrades und Technik von vor 20 Jahren ist also immer noch wirklich exzellent und sehr gut. Wie man sieht, das ist alles ganz schön viel Technik. Könnt ihr es nochmal ganz kurz auf euch wirken lassen. Und was das alles ist, das gehen wir nun mal im Detail durch. Zunächst geht natürlich mal überhaupt nichts ohne ein Mikrofon. Banal, aber wichtig. Es gibt unterschiedliche Typen, dynamische Mikrofone, Kondensatormikrofone, haben wahrscheinlich einige von euch schon mal gehört. Hier links im Bild sehen wir das berühmte Shure SM7B, das kennen wahrscheinlich auch Leute aus der Podcast-Szene. Das rechts ist ein Neumann-Kondensatormikrofon, was auch speziell irgendwie für Broadcast optimiert ist. Ich kann mir die Bezeichnung nicht merken, ich weiß nur, dass es sehr teuer ist. Und beides hat Vor- und Nachteile. Ein Kondensatormikrofon hat zum Beispiel ein sehr schön detailliertes Klangbild und der Sprechabstand ist auch nicht so wichtig. Das ist zum Beispiel schön, wenn man Studiogäste hat, die nicht so viel Mikrofonübung haben, die dann vielleicht auch mal weiter weggehen oder so ein bisschen dran vorbeisprechen. Das macht da nicht so viel aus. Dafür nimmt es sehr viele Nebengeräusche auf. Das Studio muss also sehr leise sein, was bei uns nicht immer so einfach ist. Zum Beispiel haben wir eine Lüftung, die man manchmal hört, wenn sie zu weit hochdreht. Wir haben auch seit einer Weile eine Baustelle, die ist unser größter Spaß und wir haben schon die Verabredung, dass während Live-Magazin nichts gebohrt wird. Meistens klappt es, aber es ist, keine weiteren Worte.
ein dynamisches Mikrofon wie das Shure SM7B. Hat ein sehr angenehmes, druckvolles Klangbild, vor allem wenn man halt diesen Nahbesprechungseffekt ausnutzt. Ist auch nicht so anfällig für Nebengeräusche. Nachteil ist, hat einen niedrigeren Ausgangspegel. Man braucht da eigentlich zwangsläufig noch so einen kleinen Vorverstärker zu, sonst rauscht das Ding einfach nur fürchterlich. Und der genaue Sprechabstand ist halt auch wichtig. Das heißt, für geübte ModeratorInnen, sehr schönes Ding, man kann da einfach direkt reinsprechen. Es klingt wunderbar, ich liebe das Teil, aber so für Studiogäste, nee, das ist... Also es hat alles Vor- und Nachteile. Also das eine Optimum gibt es da, glaube ich, nicht. So, nun wollen wir aber nicht nur reden, wir wollen ja auch Musik hören. Wo kommt die denn nun her? Da habe ich hier einfach mal dieses schöne Rack, was wir daneben haben, fotografiert. Erzähl euch mal, was wir da alles sehen. Einiges ist sehr offensichtlich, aber ich glaube nicht alles. Das oberste, dieses kleine graue Kästchen, das unscheinbare, ist ein sogenannter Telefonhybrid. Der macht normalerweise keine Musik, weil das würde auch ganz fürchterlich klingen. Aber ihr habt euch ja vielleicht schon mal gefragt, wie funktioniert das so, wenn man beim Radio anruft und dann auf den Sender geschaltet wird. Das macht man genau mit so einem Kästchen. Ist eigentlich ganz einfach, wir haben da Telefone in den Studios stehen. Damit kann man anrufen oder theoretisch auch angerufen werden. Und dann redet man halt mit der Person und an der geeigneten Stelle drückt man halt da ein Knöpfchen rein und dann übernimmt der quasi die Telefonleitung. Und dann hat man halt die Person am anderen Ende auf einem Fader am Mischpult und die wiederum hat einen Mix von allem außer sich selbst auf der Telefonleitung. Sehr praktische Sache. Darunter Kopfhörer-Vorverstärker ist klar, braucht man, damit ModeratorInnen und Gäste sich auch hören können, weil spätestens, wenn ein Mikrofon auf ist, kann man die Lautsprecherbox im Studio natürlich nicht verwenden. Leuchtet ein. Darunter ein Solid-State-Recorder. Darüber könnte man Musik abspielen, tun wir für gewöhnlich nicht. Das ist mehr so unser Backup-Recorder, wenn wir halt zum Beispiel Interviews führen und irgendwie Mitschnitt auf dem PC da machen. Kann immer mal schief gehen, ungeübte Leute klicken dann vielleicht auch mal nicht richtig auf Aufnahme oder so. Das kann einfach mitlaufen und zur Not hat man da halt immer noch mal einen PCM oder MP3-Mitschnitt. Sehr praktische Sache, also dafür nutzen wir das. Darunter wiederum muss ich eigentlich nicht erklären, also der ganz jungen Generation vielleicht schon, aber eigentlich nicht. CD-Player, denn ja, beim freien Radio wird sowas noch regelmäßig genutzt. Wir haben also diverse Sendungsmacher, die kommen vorbei, bringen ihre CDs mit und spielen dann einfach ihre CDs im Radio und moderieren dazu. Kann man machen, warum auch nicht. Ich finde tatsächlich, dass Handling auch angenehmer ist, irgendwie Audiodateien in eine Software zu ziehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und die CD-Player sind auch vom Mischpult fernsteuerbar. Zum Mischpult kommen wir gleich. Das ist ganz praktisch, dass man nicht also rüberlangen muss und dann irgendwie da was dran fummeln, sondern man kann da einfach einen Knopf drücken und dann startet die CD. Sehr schön. Leider nicht im Bild sind Plattenspieler, dafür hätte ich in ein anderes Studio gehen müssen, aber auch die gibt's, denn zumindest bei uns im freien Radio werden regelmäßig auch, also mehrmals die Woche Live-Sendungen mit Schallplatten gemacht, also mit Punkrock oder halt DJ-Sets. Richtig altmodisch Vinyl live im Radio. Sehr schöne Sache, wie ich finde. Und eigentlich auch sehr selbsterklärend, darunter haben wir noch meine Patchbay, da kann man Sachen anschließen, eigenes Notebook oder einen externen Mixer, zum Beispiel, wenn man irgendwie mit zwei, drei Leuten Live-Musik machen will. Das geht also auch alles, gibt dann nochmal so einen externen Input. So, nun wollen wir vielleicht auch mal über Software das Ganze abspielen. Nicht immer nur über CDs oder ähnliches oder auch nicht nur Leute anrufen lassen, sondern auch Beiträge über Software abspielen. Dafür ist das, was wir verwenden, die sogenannte Merlist. Das ist eine kommerzielle Software. Es gibt zahlreiche Alternativen mit tausend Für und Widers. Sicherlich auch Open-Source-Varianten. Ich habe mich da ehrlich gesagt jetzt nicht im Detail reingearbeitet, sondern das ist halt die Software, die da, wo ich mit zu tun habe, eingesetzt wird. Ich kenne jetzt diese Software. Was ich mir privat vielleicht irgendwie mal anlache, das ist eine Frage für die Zukunft. Und in diesem Fall hatten halt lange vor meiner Zeit Leute schon mal abgewogen und sich überlegt, was nützt man, was ist für unsere Zwecke das Beste und sind halt irgendwie dabei gelandet. Was sehen wir hier? Das ist ja ein sehr breites Fenster, das ist bei uns in der Darstellung meistens auf zwei Monitoren, aber man kann halt auch einen ganz breiten nehmen, geht auch, je nachdem. Links haben wir die sogenannte Cardwall. Die wird üblicherweise für kurze Jingles oder für Sendungsintros verwendet. Ich glaube, das kommt noch aus der Zeit, wo wirklich so Tonband-Cartridges dann irgendwo steckten und dann in so einen Player reingeschoben wurden. Ich glaube, da kommt die Bezeichnung noch her.
Und rechts sehen wir den eigentlichen Player. Das ist gar nicht so unähnlich wie irgendwie, ja, guten alten Winamp oder was wir noch so kennen. In dem Beispiel, was ich hier mal so auf die Schnelle zusammengeklickt habe, damit ich einen schönen Screenshot machen kann, sind jetzt nur Musikstücke drin. Man kann natürlich aber auch ja, vorproduzierte Sprachbeiträge für Magazine oder ähnliches damit spielen. Das geht alles. Also da gibt es natürlich nicht die nicht irgendwie eine bestimmte Einschränkung. Unten sieht man noch die Sendungsuhr. Das Ding ist tatsächlich ziemlich hilfreich, dass man nicht irgendwie an der Wand gucken muss und dann denken, sondern halt diese altbekannte Darstellung hat. Hier in meinem Screenshot ist es jetzt 18.11 Uhr. Und auch mit diesen umlaufenden Leuchtdioden, ist es, man, die Animation sieht man jetzt leider nicht, aber vielleicht kann man sich es vorstellen, dass man halt auch immer genau sieht, okay, in einer Viertelminute ist die nächste Minute voll. Ist tatsächlich ganz praktisch. Das schätzt man vielleicht, wenn man nie damit gearbeitet hat, aber jetzt mit so ein bisschen Erfahrung kann ich sagen, es hat was, es ist praktisch. So kann das also aussehen. Das ist eine sehr, sehr mächtige Software, die kann unglaublich viel. Ich kann selber nur einen Bruchteil des Funktionsumfangs, weil ich bisher auch nur einen Bruchteil des Funktionsumfangs schlichtweg brauchte. Eine Funktion will ich mal kurz zeigen, weil sonst wäre das ein eigener Vortrag, wo ich anderthalb Stunden hier drüber reden und das will ich gar nicht, schon gar nicht über eine kommerzielle Software. Wie gesagt, nur ein Beispiel, weil damit arbeiten wir halt. Hier habe ich meinen Screenshot gemacht von der Mix-Funktion, wie man also zwei Songs miteinander überblenden kann, weil das möchte man ja vielleicht mal tun während seiner Sendung. Und das lässt sich einfach so on the fly bauen, tatsächlich auch schon während der erste Song schon läuft. Ansonsten kann man es natürlich auch vorhören, sobald man eine zweite Soundkarte hat. Das heißt, auf der einen läuft das laufende Programm und auf der anderen kann man halt vorhören, wie ist mein Übergang. Und ja, kann dann Fade-Outs, Fade-Ins setzen. In dem Beispiel habe ich jetzt noch eine sogenannte Ramp eingebaut. Eine Ramp ist, wenn ihr euch mal gefragt habt, wie das funktioniert, dass RadiomoderatorInnen wissen, wie lange sie in einen Song reinquatschen können, das ist die sogenannte Ramp. Da wird dann also ein Countdown auf dem Bildschirm tatsächlich angezeigt, wie viele Sekunden sie noch quatschen dürfen und da fängt dann der Gesang an. Wenn man den Song nicht so gut kennt, sehr hilfreich. Sowas machen wir jetzt eher nicht, aber es ist halt eine Funktion, die es gibt und ich hatte hier halt, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen beispielhaft was zusammengeklickt. Genau. Es gibt noch 1000 Funktionen mehr. Wie gesagt, das wäre ein Vortrag für sich. Da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Außerdem haben wir noch ein Jinglepad. Wow, was ist es? Ein Jinglepad. Was tut es? Es spielt Jingles. Das ist quasi nochmal eine externe Tastatur für die Cardwall, die wir eben gesehen haben. Denn natürlich kann man das alles mit der Maus bedienen. Ist aber wieder von der Haptik, wie ich gerade schon sagte, auch mit, keine Ahnung, ich packe eine CD in den Player, habe ich schön was Haptisches und wenn eine Live-Sendung, ich will halt was anfassen können, um halt wirklich schnell und konzentriert meine Sendung zu fahren und nicht immer nur irgendwie rumklicken müssen. Da ist es super praktisch, hier Knöpfchen zu haben, auch um den Player zu starten. Eigentlich ist es selbsterklärend, aber ich wollte es halt gezeigt haben, weil es gehört nun mal dazu. Und es ist in Live-Situationen sehr hilfreich von der Handhabung her. Das Kernstück ist natürlich das Mischpult, logisch. Das ist ein komplett digitales Pult und das hat sehr viele Funktionen schon eingebaut, also Dynamikbearbeitung etc. Das ist also nicht nur ein nacktes Pult, sondern hat quasi auch schon Effekte und ist vom Funktionsumfang und auch von der Bedienoberfläche halt sehr an Broadcast-Bedürfnisse optimiert. Also wir haben da ähnlich wie bei einem digitalen Live-Mixer sowas wie ein Equalizer drin, sowas wie Kompressoren drin, Echo oder so jetzt wahrscheinlich eher nicht, weil das brauchen wir eher nicht. Aber vielleicht kannst du das auch, ich weiß es nicht. Ich habe mich da nie so im Detail mit auseinandergesetzt. Nur es ist halt, wie gesagt, angepasst und optimiert, denn man muss immer bedenken, gut, ich mache jetzt Sendetechnik, aber normalerweise sitzen da ModeratorInnen, keine TechnikerInnen. Sprich, die Leute, die daran sitzen, brauchen eine Oberfläche, mit der sie schnell ihre Sendung fahren können, mit der sie schnell die Funktionen erreichen können, die sie brauchen. Und alles andere kann man gern irgendwo in irgendwelchen Menüs verstecken, weil da geht außer der Technik, die das einmal einrichtet, in der Regel sowieso niemand dran. Ein Live-Mixer sieht da ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen digitalen Live-Mixer gesehen hat, ein paar bestimmt. Ein Beispiel, wie das aussehen kann, habe ich hier nochmal abfotografiert. Da
sieht man einfach ein Beispiel für die Dynamikbearbeitung, also für den Kompressor, den wir pro Mikrofon eingestellt haben. Sieht jetzt auch nicht anders aus, als wenn ich das in meinem Cubase, meinem Reaper, in meinem Audacity, wo auch immer einstelle. Es ist ja technisch gesehen auch nichts anderes. Nur halt da gleich in der Hardware schon mit drin. Ansonsten habt ihr ja vielleicht auch eben gesehen, dass ich bei den Beispielsongs, die ich da in meiner Mehrlist hatte, ein paar Songs drin hatte mit kyrillischen Titeln. Zufälligerweise, weil ich die mal in einer Sendung gespielt hatte und die Dateien hatte ich gerade noch. Und auch in diesem Fall führt das bei dem Mischpult mal wieder zu Spaß mit Unicode. Denn auf diesem Display wird einem normalerweise zumindest so der Anfang, die ersten 12 Zeichen oder irgendwas von dem nächsten Titel oder dem nächsten Beitrag angezeigt. Und dann kann man es halt mit diesem Knopf, der in dem Fall jetzt nicht rot leuchtet, sondern bei dem Kanal daneben, halt starten. Das heißt, man drückt den Knopf, sieht dann darüber schon, was kommt dann als nächstes, und mit dem Knopf kann man starten. Super Sache. Ja, es funktioniert halt nur, wie man sieht, nicht, wenn man irgendwas mit kyrillischem Titel spielt. Irgendwer fragte schon, ob ich Emoji ausprobiert hätte. Nein, habe ich zum Glück noch nicht. Aber offenbar ist auch hier der Unicode-Support noch nicht ganz so weit. Also in diesem Sinne, viele Grüße an Dysphoric Unicorn. Genau. So, jetzt sind wir fertig mit unserem Studio quasi. Wir haben unsere Musik, wir haben unsere Moderation übers Mikro. Wie geht denn das Signal nun weiter? In unserem Studio haben wir was verwandt, wohin schicken wir das denn nun? Intern verteilen wir das über das sogenannte Dante-Netzwerk. Auch wieder ein Thema für einen eigenen Vortrag, wo ich mich auch erstmal sehr einlesen müsste, denn ich persönlich hatte jetzt nie so viel damit zu tun, das ist eher sowas, das richtet man einmal ein und dann läuft's, solange man da jetzt keine größten Änderungen mitmachen möchte. Also, falls noch zu Fragen kommt, bitte keine Detailfragen zu Dante. Vorteil von so einer Geschichte ist natürlich, man muss nicht für jede neue Anwendung, die man vielleicht mal irgendwie hat, ein Kabel ziehen, sondern kann per Dante einfach beliebig zwischen Anschlüssen hin und her routen und auch neue Quellen und Senken hinzufügen. Das ist halt einfach, ich stecke ein Gerät per Ethernet an. Fertig. In einem Link gehen damit bis zu 500 Kanäle oder sogar noch mehr. Also das ist sehr, sehr mächtig. Vor allem, wenn man Gigabit oder 10G oder sowas nutzt. Man kann auch damit noch zusätzlich irgendwelche Preamps oder irgendwas fernsteuern, also auch das ist möglich. Und Redundanzoptionen gibt es, also mächtiges Werkzeug, ich müsste mich selbst erstmal komplett drin einlesen. Was auch sehr schön ist, ist, dass die Konfiguration, zum Beispiel der WordClock, dass also alle Geräte synchron reden, was wir halt bei digitalen Audiodaten, wenn sie vor allem latenzarm übertragen werden sollen, wollen, das passiert alles quasi automatisch. Gewöhnliche Hardware, also gewöhnlich in Anführungsstrichen, reicht dabei aus, also was die Netzwerkverteilung angeht. Man braucht ja jetzt nicht irgendwas super Spezielles. Bei sowas wie einem unmanaged 100 Megabit Switch, da ist jetzt die Kanalanzahl, die man rüberjagen kann, begrenzt. Also man sagt da so 16 Kanäle, dann ist gut, was für uns fürs Radio locker ausreichen würde. Und Green Ethernet ist wohl auch nicht so schön, weil das dann immer mal im falschen Moment in den Stromsparmodus geht und dann nicht aufwacht, wenn es aufwachen sollte. Also da braucht man dann einen Switch, wo man das am besten abschalten kann. Aber auch das ist ja heutzutage kein Hexenwert mehr. Wenn man jetzt seinen Rechner nicht mit einer Dante-Karte ausstarten will, dann kann man auch eine Dante Virtual Soundcard nehmen, auch eine sehr schöne Geschichte. Das geht dann über einen ganz normalen Ethernet-Anschluss. Hat ein bisschen mehr Latenz dann. Was aber, wenn ich jetzt nicht unbedingt eine Echtzeitanwendung machen will, auch gar nicht so kritisch ist. Also wenn ich nur vorproduziere, unter Umständen reicht auch das für mich als Lösung. Da brauche ich halt einfach nur einen Treiber und gut. Für Mischpulte gibt es dann spezielle Dante-Karten, wenn sie nicht sowieso schon von Haus aus Dante unterstützen. Ja, und wo alles zusammenkommt, ist dann das sogenannte Playout. Sieht ein bisschen niedlich und unscheinbar aus. Ich werde trotzdem noch mal kurz erklären, was wir da alles sehen. Dann sind wir mit dem Vortrag und der Zeit auch leider schon fast am Ende. Rechts sehen wir erstmal den Playout-Rechner. Da läuft auch das Programm Mehrlist, was wir eben schon gesehen haben, drauf. Der Rechner spielt halt vorproduzierte Sendungen ab, denn wie gesagt, nicht alles bei uns ist live. Oder auch Streams, zum Beispiel Live-Übernahmen von anderen Sendern oder Live-Sendungen von außerhalb.
Sowas hatten wir auch schon, dass aus, keine Ahnung, irgendeinem linken Wohnprojekt jetzt eine Live-Sendung gestreamt wird. Alles möglich. Links sehen wir einen Mischpult zum Umschalten zwischen Studios und Playout, auch wichtig. Beim Commerzradio passiert das alles automatisch. Wir machen das noch liebevoll von Hand und haben dadurch aber auch mehr Flexibilität, wenn zum Beispiel eine Sendung irgendwie mal 20 Sekunden drüber ist, um auch den Song ausspielen zu lassen. Ja, meinetwegen, bitte, klar, kriegen wir alles hin, müssten das nur kurz abstimmen. Finde ich immer sehr angenehm. Außerdem haben wir Lautsprecher und Pegelmesser, damit man nicht nur hört, sondern auch sieht, was gerade passiert. Hilfreiche Sache. Und darunter im Rack, was ich nochmal so extra fotografiert habe, haben wir einmal den sogenannten Optimod. Hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man sich ein bisschen mit der Technik auseinandergesetzt hat. Der macht Dynamikbearbeitung. Viele Radios machen damit gerne sowas wie Stereobasisverbreiterung und Lautheitsmaximierung. Also falls ihr euch mal gefragt habt, wie so euer Radio so klingt, wie es klingt, liegt wahrscheinlich an einem Optimod. Bei uns ist das alles sehr zurückhaltend eingestellt, also ist es hauptsächlich klanglicher Ausgleich zwischen Tonquellen, dass es also halbwegs von der Lautstärke her passt und auch, dass der UKW-Sender nicht überfahren wird. Da gibt es komplexe rechtliche Grundlagen. Die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber der Hub darf halt ein bestimmtes Maß pro 10 Minuten oder so nicht überschreiten. Das heißt, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht zu laut werden und auch das macht dieser Optimod. Darunter haben wir nochmal einen Solid-State-Player, der ist für die Notfallschleife, denn falls Windows 10, worauf diese Mehrlist läuft, mal abstürzt, was ja zum Glück niemals vorkommt, oder falls ModeratorInnen verschlafen, was schon gar nicht vorkommt, dass dann Stille auf dem Sender wäre, das darf und soll nicht sein, da schaltet dann das ganze Rack automatisch auf diese Notfallschleife, die halt sonst immer, ja, als Schleife halt läuft, um, wenn irgendwie länger als 30 Sekunden da nichts kommt. Ja, darunter haben wir nochmal die Rack-Einheit von dem Mixer, weil es steckt natürlich nicht alles in dieser kleinen Bedieneinheit oben und eine USV, muss ich euch nicht erklären. Ja, und abschließend, wie kommt das nun auf UKW? Da haben wir nur noch ein Bild. Ja, Server-Racks, da muss ich auf einer Veranstaltung wie dieser eigentlich nicht mehr erläutern. Links sehen wir einfach einmal unsere eigene IT, also Studiorechner. Denn die sind teilweise über Extender nicht im Studio selber, sondern mit den Racks, einfach damit man halt die Studios komplett leise kriegt. Inzwischen gibt es auch hinreichend leise Systeme, dass man es im Studio selbst machen könnte. Das ist nun jetzt auch nicht unbedingt erst seit gestern eingerichtet, sondern läuft schon ein paar Jahre. Deswegen haben wir da die Studiorechner mit drin. Auch sowas wie File-Server oder eine Firewall, weil unser Audionetz natürlich nicht von außen erreichbar sein soll, sondern nur intern. Genau, und rechts ist dann das Rack von Divicon Media. Divicon ist der Betreiber des Sendeturms auf dem besagten Petersberg. Und da gibt es dann mehrfach redundante Übertragungswege hin, wo halt unser Signal hinschicken. Ich habe jetzt mal auf Close-Ups bewusst verzichtet. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwelche sensible Informationen geleakt hätte, aber ich wollte es auch nicht riskieren. Und zu dem Equipment von Divicon kann ich halt eh nichts sagen, weil es ist quasi so deren Zeug, sie stellen es hin und wir füttern unser Signal rein und alles Weitere kommt dann aus dem Sender raus. Jetzt nicht im Bild ist Streaming, das läuft aber, glaube ich, tatsächlich über, ich weiß nicht, ob es sogar eine Raspberry Pi ist oder irgendwie sowas ähnliches. Ganz trivialer kleiner Rechner, was halt an einer Stelle das Signal nur abnimmt und ja, dann so einem Icecast, glaube ich, halt weitersendet und der macht dann die eigentliche Arbeit. Davon habe ich jetzt, wie gesagt, kein Bild. Ja, und jetzt habe ich doch fast 30 Minuten geredet. Insofern vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es irgendwelche Fragen? Ein oder zwei würden wir wahrscheinlich schaffen. Ganz hinten. Ganz hinten. Ja klar, damit der Harold laufen muss. Ist immer so. Dankeschön. Ist das eigentlich so, dass Personen, die anrufen, tatsächlich so rauschig klingen oder wird das irgendwie absichtlich rauschiger gemacht? Nee, also sagen wir so, manche klingen besser, manche klingen schlechter. Woran genau das liegt, kann ich dir nicht sagen. Also gut, Mobilfunk zum Beispiel nutzt verschiedene Audio-Codecs. Ich weiß nicht, was genau wir da intern in unserer Telefonanlage haben. Aber nein, also absichtlich verschlechtert wird da nichts. Das ist wirklich so,
Ja, also man weist eigentlich Leute vor Telefoninterviews oder auch vor Interviews via Skype oder irgendwie andere Videosoftware immer noch mal darauf hin, setzt euch in einen ruhigen Raum, setzt euch ein Headset auf, achtet auf Nebengeräusche, keine Windgeräusche etc. Häufig wird es beherzigt, manchmal aber auch nicht. Das macht vielleicht dann auch noch mal einen Teil des Ganzen aus. Ich weiß es nicht. Okay. Aber ja, manchmal ist es schon echt grenzwertig, das stimmt. Cool, dankeschön. Gerne. Sonst irgendwelche Fragen? Nicht? Dann noch eine. Ich komme rüber. Die Leute müssen es ja hören, was du den Stream hast. Eine letzte Frage. Wie sieht es aus mit den Kosten? Was kostet so ein Studiotag oder so ein Monat? Oder wie teuer ist denn so ein Radiostudio mit Personal drum und dran? Kannst du da Insights geben? Tatsächlich nicht. Wie gesagt, also vieles funktioniert einfach nur dadurch, dass da Leute freiwillig ehrenamtlich arbeiten. Sonst ging es gar nicht. Also das Equipment von so einem Studio, also alleine das, so ein Mischpult ist mindestens im unteren fünfstelligen Bereich. Die Mikrofone, unterer vierstelliger Bereich. Also da kommt sehr schnell sehr viel zusammen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Irgendwie jetzt eine konkrete Zahl nennen, da müsste ich viel zu viel mutmaßen. Das will ich jetzt nicht. Aber man hat das schon wirklich mit Preisen zu tun. Das stellt man sich zu Hause nicht mal so eben hin. Nützt das sowas wie Music Taxi für irgendwelche Live-Dinge oder so etwas? Nee, nicht mehr. Also ich kenne Music Taxi tatsächlich noch. Wer es nicht kennt, das ist eine Methode, um über damals zumindest ISDN, also Dual Channel ISDN, halt dann meistens MPEG-2-Streams zu schicken. Ich kenne das noch. Hatten wir, glaube ich, bei Radio Korax früher auch, aber das ist vor meiner Zeit. Wir nutzen einfach ganz normale MP3-Streams in der Regel tatsächlich mit optimalerweise 320 Kilobit, manchmal auch ein bisschen weniger, je nachdem, aber irgendwie so spezielle ISDN-Geschichten oder so, gibt es ja eh nicht mehr. Das ist vorbei. Also das läuft ganz einfach so über MP3-Streaming, wie man das sonst auch hat. Vielen Dank. Das war der Gerne. Vortrag von Dascher.